Heute zeige ich Ihnen, wie man schnell und rationell einen Likörbiskuit herstellen kann. Dafür nehmen wir pomadige Butter, Staubzucker, der wird darunter gegeben, und verrührt mit einem Schneebesen. Dann wird die Butter mit dem Puderzucker verrührt, sodass eine homogene Masse entsteht. Und danach geben wir Eiweiß nach und nach dazu. Danach machen wir mit einem Gummispatel weiter, nicht mehr mit dem Schneebesen. Machen das Kakaopulver zu Mehl und geben es nach und nach in unsere Buttermasse. Jetzt streichen wir die fertige Zigarrenmasse auf die Silikonmatte. Am besten mit einer Winkelpalette gleichmäßig dünn verteilen. Dann geht man her, nimmt zwei Finger oder einen Finger, je nachdem, das ist die schnellste Variante, um ein Muster hereinzumachen. Man kann Wellen machen, man kann Punkte machen, wie man es möchte. Unser Dekor für die Zigarrenmasse ist jetzt fertig. Die wird jetzt eingefroren und danach Biskuit aufgestrichen. Jetzt machen wir Chacon Biskuit. Dazu schlagen wir Vollei mit Mandelgrieß und Puderzucker auf. Danach Eiweiß mit Zucker zu Eischnee. Und am Schluss geben wir Mehl und Butter darunter. Mandelstaub und Vollei sind jetzt aufgeschlagen. Das Eiweiß ist auch fertig, schön fluffig mit Stand und einem leichten Glanz. Ein bisschen Eischnee geben wir jetzt in die Grundmasse. Um beide Massen auf die gleiche Konsistenz zu bringen. Dann geben wir das restliche Eischnee dazu und melieren es unter. Jetzt geben wir nach und nach Mehl dazu. Und melieren es unter. Wenn keine Mehlklümpchen mehr vorhanden sind, geben wir die 45 Grad warme Butter dazu. Unsere fertige Biskuitmasse streichen wir jetzt auf eine Silikonmatte und geben sie bei 220 Grad und geschlossenem Zug in den Ofen. Das ist unsere anfangs gemachte Zigarrenmasse, unser Muster für unseren Biskuit, den wir für Törtchen und Torten als Dekoration an den Rand machen können. Die Zigarrenmasse ist noch gefroren, somit kann man den Chacon Biskuit am besten aufstreichen, ohne dass das Muster verloren geht. Unser Chacon Biskuit ist jetzt fertig für den Ofen. Das ist unser fertig gebackener Chacon Biskuit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen.